Sieh jetzt die ersten 8 Minuten aus dem Film Happy Family 2. Hi Leute, ich bin Max. Hey Flattermann, du hältst die Kamera falsch rum. Richtet sie auf mich. Nein, nicht auf meinen Bauch. Und erst recht nicht auf meinen Po. Heute experimentieren wir damit. Mit dem magischen Amulett von Baba Yaga. Es verleiht demjenigen, der es besitzt, Zauberkräfte. Eigentlich dürfte ich es gar nicht haben, aber ich habe es mir geschnappt, als sie nicht aufgepasst hat. Das ist okay. Sie ist jetzt eine gute Hexe. Wir verbringen viel Zeit zusammen. Wisst ihr, das war so. Sie hatte uns vor einiger Zeit in Monster verwandelt. Und wir mussten gegen Dracula kämpfen. Keine Sorge. Vor dem sind wir vorläufig erstmal sicher. Der steht eingefroren in seinem Schloss und kann nicht weg. Und wenn ich ehrlich sein soll, war es auch ziemlich cool, ein super starker Werwolf zu sein. Es war sogar mega cool. Aber der Fluch funktioniert nur, wenn meine Familie unglücklich ist. Und jetzt sind alle wieder glücklich, nehme ich an. Zurück zum magischen Amulett. Stellt euch vor. Die Verschmelzung von Magie und Wissenschaft. Ich kann die Welt zu einem besseren Ort machen, genau wie meine Helden, die Stars. Wir machen die Welt zu einem besseren Ort. Das ist ja unerhört, der bist du. Ich heiße Mila. Mila Star. Und wir müssen einige Tests durchführen. Tests? Okay, das stinkt mega eklig. Nach Küche gar. War ja klar. Sie haben da ein Loch im dritten Backenzahn oben rechts. Ich meine links. Wann haben Sie das letzte Mal Zähne geputzt? 1300 und ich. Mundhygiene? Eine glatte 6. Du wagst es, Graf Dracula, den Fürst der Finsternis zu beleidigen? Das wird eine Strafe. Das glaube ich nicht, eure Hoheit. Einfach rüberrutschen. Und entspannen. Oh, der war noch heile. In Ordnung. Wissenschaftsversuch Nummer 1. Was ist das für ein Gestank? Ich bin es auf gar keinen Fall. Ich habe erst vor 3 Tagen geduscht. Kleine Planänderung. Wissenschaftsversuch Nummer 1. Ein magisches, ewig frisches Deodorant. Bei Tag, bei Nacht. Blumenduft statt Stinkeluft. Ja! Nein!
Natürlich hast du das. Du bist nun mal die beste Tochter der Welt, Mila. Du bist die allerbeste. Also, wie lautet mein nächster Auftrag? Fang diese Hexe. Wissenschaftsversuch Nummer 27. Die Verwandlung einer Fledermaus in einen edlen Prinzen. Bei Tag, bei Nacht. Du hörst eine royale Nacht. Aber es funktioniert. Es klappt. Ups. Entschuldige. Oh, eine Nachricht. Klassenchat. Jemand hat meinen Account gehackt und meine Tanzprobe hochgeladen. Oh nein. Schon okay. Vielleicht sieht's ja niemand. Du tanzt in der Schule? Wie kann man sich zu so einem leichten Ziel machen? Ich habe geübt, nichts weiter. Wofür denn? Das große Zappeln? Ich kann nicht fassen, dass du mich so blamierst. Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich mich morgen in der Schule blicken lassen? Kann dir doch egal sein. Ich dachte, du schmeißt die Schule sowieso. Das habe ich dir im Vertrauen erzählt. Und ich habe mich noch gar nicht entschieden. Du solltest dich aber mal entscheiden. So schlecht wie du bist, müssen die sonst noch die 7 und die 8 als Noten einführen. Ich habe eine 3 in Hauswirtschaft. Kinder, es tut mir wirklich sehr leid, euch beim Streiten zu stören, aber wir müssen jetzt zur Hochzeit. Sag das mal Max, der ist immer noch nicht fertig. Ach, die Hochzeit ist heute? Ich brauche nur 2 Minuten. Weißt du noch, als wir beim Kampf gegen Dracula fast gestorben wären? Ja. Manchmal fehlt mir das. Warum brauchen die Kinder so lange? Wirst du bei Hochzeiten auch immer so romantisch? Nicht, wenn wir zu spät kommen. Ihr könnt mich doch nicht auf der Straße umarmen. Ziele sind Nessie und der Yeti. Ufter! Gut, dass mich hier kein Schwein kennt. Lasst unsere Freunde frei. Du hast doch keine Chance gegen mich. Dieses Mädchen ist unser einziger Hinweis. Was mache ich hier bloß? Wir werden fast ertrunken. Wir müssen die Monster befreien. Max, du schaffst das. Ihr seid alle verrückt. Dracula. Ich bin dein sprachgesteuerter Autopilot. Und ja, ich sehe wirklich immer so gut aus.